Alles klar. Dann wollen wir mal sehen hier. Ich baue jetzt einfach weiter Mühlen. Dann schiebt man dem Hexenkönig hier noch eine Truppe dazu. Oh, dann rennt der Hexenkönig weiter. Wir haben halt bald die Zwerge geschafft, ne? Und dann geht's vorwärts. Sobald wir die Zwerge besiegt haben, könnte es vorwärts gehen. So, hier kann ich nichts machen. Das bleibt stehen, wie es stehen bleibt. Genau wie das hier. Oh, ein Walder. Vielleicht komme ich irgendwann mal nach Isengard, aber das schaut derzeit einfach nicht so aus. Der rennt da immer wieder rein und stirbt. Und solange halt da so viele Helden hat, wird halt Walder immer in Helms Klamm bleiben müssen, weil er einfach überwältigt wird. Der kommt nicht raus. Vielleicht kommt dann nicht raus, weil sie von allen Seiten reinkommen. Ich weiß nicht, wie die genaue Mechanik ist. Tät mich aber mal brennend interessieren, wie die Mechanik ist, wann deine Truppen das Land verlassen dürfen und wann nicht. Ich glaube, das wäre mal wirklich sehr interessant zu wissen. Müssten wir mal irgendwie ausprobieren. So. Ja, komm. Wer hat sich diese Hotkeys ausgedacht? Wir hatten Zeit, mit der linken Hand, wenn er auf ASDF ist, wir sind hier fertig, rüber zu wechseln zu P. Also ich nicht. Was geht denn jetzt ab? Hier geht's da bitte ganz schnell wieder rein. Oh, oh. Jetzt aber schnell wieder rein hier. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Schafft's das nicht? Schafft's das noch? Kommt schon jetzt. Ich will die nicht alle ausbilden müssen neu. Na komm. Was machen die denn da? Ja, okay. Also sie sind tot. Das bedeutet, ich werde in diesem Spiel, in diesem Level länger brauchen, denn die will ich wieder ausgerüstet und ausgebildet haben. Sprich, ich werde Helms Klamm länger verteidigen müssen. Das dauert, das kostet Zeit, weil nur Leute gestorben sind. Also Jungs, tut mir leid. In dem Video werdet ihr vermutlich nur Helms Klamm sehen. Weil die blöd KI mir blöde Truppen getötet hat. Wie blöd. Da muss ich defensiv stehen bleiben. Geht jetzt nicht anders, ne? Ich glaube, das Ding reiße ich gleich wieder ab, wenn das geht. Geht nicht. Okay, ja, dann halt. Ja, jetzt hört's doch auf. Machen wir hier alles kaputt. Ja, vielleicht muss ich doch nicht so defensiv stehen bleiben. Die erste Welle habe ich ja jetzt ganz gut durch überstanden. Trotzdem nervig, diese Truppen zu verlieren. Das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Da, was soll denn das? Ja, jetzt rennen wir erstmal dahin. Wo ist die da? Reparieren können wir noch nicht. So, hier ist noch Platz. Wunderschön. So. So. Ja, dann bade mal in ihrem Blut. Darfst du. Ich weiß nicht, ob im Blutbaden wirklich so eine geile Aktion ist. Also ich stelle mir das aber ziemlich eklig vor, wenn ich ehrlich bin. Aber die aus Angmar haben eh alle einen Knall, also von dem her. Ich glaube, der verwechselt das mit Cleopatra, die Milch gebadet hat, ne? Hieß es doch mal. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber Milch und Blut, da ist schon ein Unterschied. Aber denk wohl. Ich verstehe halt auch nicht, warum du
im Blut deiner Feinde baden wollen würdest, weil selbst wenn du davon ausgehst, jetzt kommt wieder meine Logik, jetzt pass auf. Geht's mal davon aus, du badest im Blut deiner Feinde, um stärker zu werden, dann ist es doch der übelste Logikfehler, denn immerhin hast du deine Feinde besiegt, das heißt, sie waren schwächer als du. Das heißt, du badest in etwas, was du besiegt hast, was schwächer ist als du selbst. Was dich und warum sollte dich das dann stärken? Ne? Warum sollte dich das dann stärken? Das macht doch null Sinn. Aber das muss ich nicht verstehen. Wie gesagt, die Leute aus Angmar haben eh alle einen Knall. So, hier zerstören sie mir alles. Glückwunsch. So. Jetzt bauen wir hier überall mal ein paar Mühlchen auf. Boah, hat der viele Hallen gebaut. Dunkelstahlschmiede, perfekt. So, gleich die nächste Erweiterung kaufen. So, die Katapulte machen das. Jo, der Feind. Wehrt's euch doch! Was geht denn hier schon wieder ab? Ist das eigentlich der letzte? Nö, Mordor lebt noch. Okay. Das ist nämlich wichtig. Ich will nämlich wirklich hier die ganzen Ausge... Boah, hat Mordor viel ausgerüstet. Wow, also gebaut, also... wie wär's, wenn ihr euch da mal wehren tätet, Jungs, ja? Wie wären das? Ich würde mal sagen, das wäre ziemlich cool. Oh, die sterben jetzt nicht ernsthaft, oder? Ja, stirbt er halt. Hat seinen Zweck erfüllt. So, bauen wir hier noch ein bisschen. So, haben wir jetzt hier alles. Eisgeschosse brauchen wir noch. Frostpfeile. Was sind sie denn? Naja, mach mal gleich. Nur kein Stress. Einfach weiter Bogenschützen ausbilden. Wie kommen denn die da rein? Ja gut, wenn ich das Tor offen lasse, braucht mich das nicht wundern, ne? Ja, Hilfe. Lol. Der baut halt genau da, wo ich sehe. Komplett Gehirn-AFK. Brain-AFK. Aber übel. Lol. Ja klar, gönn dir. Was geht ab? Lol. Lol, das war teuer. Ich will nicht, dass das Ding stirbt. Kann ich den mit irgendwie... Jetzt schauen wir mal, wie gut die Pfeile sind, oder? Schauen wir mal. Und? Wow, das macht mal überhaupt gar keinen Schaden. Geil. Also ich habe es noch nicht geschafft, hier zu gewinnen. Wo sind meine Katapulte überhaupt? Boah, ich überrenne euch. Natürlich. Dann haut's doch ab. Kann nicht so schwer sein. Dass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Dort so. Können wir nichts bauen. Ja, irgendwo da wirst bauen können. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Zurück an die Arbeit. Baut für ja, der wirklich einiges hier aufgeräumt. Böse, böse. Ja, mach mir die Festung auch noch kaputt. Ist in Ordnung. Ey, da hast du einmal einen Troll. Und dann macht er da alles kaputt. Ist ja furchtbar. Aber gut, können sie ja machen. Niemand widersteht uns. Stirbt er jetzt bitte? Wir haben eine neue Halle des Königs. Gut, so Kampftrolle sind halt schon ziemlich stark. So, darf ich jetzt nichts bauen hier? Zurück an die Arbeit.
in dieser Mission jetzt. Nachdem das Ding kaputt ist, war es das oder wie? Ich habe nur noch ein Katapult. Wow, dann bauen wir mal drei neue. Dann bauen wir mal drei neue. So. Minen können wir vernichten. Wie geklumpt er die halt gebaut hat. Unglaublich. So, dann versuchen wir das mit den Mühlen nochmal. Ja, und dann natürlich hier wieder ausrüsten, ne? Katapult ist fertig, das nehmen wir auch gleich noch mit raus. Also dieses Mal ist Helms Klamm schon ein bisschen kniffliger als letztes Mal. Würde ich ganz ehrlich sagen. Das schaut ein bisschen kniffliger. Aber gut, ist halt so. Lol. Na da. Na, vier Katapulte reichen eigentlich. Das ist genug Schaden. Mehr muss wirklich nicht sein. So, haben wir es jetzt? Immer noch nicht. Das Ding bleibt wohl kaputt für immer und ewig. Oder kann das ein Baumeister irgendwie reparieren? Nein, da geht nichts. Okay. So, die können durch Wände laufen. Auch keine schlechte Fähigkeit. Jetzt töten wir erstmal Mordor, weil die regen gerade am meisten auf. Eigentlich sind es ja immer die Zwerge, die aufregen, aber in dem Fall nervt mich Mordor schon ganz extrem. Was geht da ab? Ja, dann lass mal lieber nicht hier, ne? So, wenn der gerade hier so rumraged. Kann ich eigentlich noch Baumeister ausbilden? Ich glaube nicht mehr, ne? Ich glaube, ich darf nicht mehr. Oh, dann muss ich aufpassen. Dann muss ich aufpassen. Dann muss ich wirklich sehr aufpassen. So, das töten, das töten, das töten, das töten, das töten. Das töten. Na, jetzt macht's doch mal. Die da. Den da. Hat der da drüben noch irgendwas zum Ausbilden? Das wäre natürlich jetzt auch ziemlich gut. So, schaffen wir jetzt hier was. Das haben wir zerstört. Das haben wir zerstört. So, dann müssten die jetzt sterben. Und wieder tschüss. So, fette Lawine, Servus. Ja, macht doch ganz guten Schaden. So, noch ein paar Orks hinterher schmeißen. So, der Baumeister stirbt. Das Ding stirbt. Wir haben einen Feind vernichtet. GG. Gott noch stirbt. Der lebt noch. Jetzt ist einer weg. Okay. Dann können wir jetzt rausrennen. Ja, unsere Mühe. Interessiert mich nicht. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. So, ist das König dein? Ja, der ist tot. Boah, was der halt aushält, gibt's euch das mal. Das ist doch echt krank, oder? Wow. Unglaublich, was der alles aushält. So, das sieht aber ganz gut aus hier. Ah ja, die leben noch. Bitte sofort den Zwergentypen da töten. Danke. Sind das Zeloten? Nee. Na also, geht doch. Ganz, ganz easelig. Besiegt. 5,19.
Wieder ein bisschen Truppen gemacht, ein bisschen gelevelt. Sehr schön. Gut, dann speichern wir noch schnell ab. Machen dann noch Khan Doom. Zum x-tausendsten Mal. Genau wie vorne aus. Also es tut mir leid, dass ihr derzeit so wenig andere Karten seht, aber ich muss halt jetzt irgendwie klug versuchen, mit dem Hexenkönig im Hinterland so rumzurennen. Ich würde ja gern zwei Helden dafür benutzen, aber durch einen Blödfehler, den ich gemacht habe, ist Morok mir jetzt nicht mehr zum Ausbilden da, als Truppenkommandeur auf der Weltkarte. Und das führt leider dazu... Leider führt das dazu, dass halt ich bloß eine Truppe derzeit kommandieren kann. Schade, schade. Nichts als Stahl. Ich suche auf in die Leiste. So, Vorsicht, der Olifant tötet mich. Ich bin die Stille. Renn. Der Olifant zertrampelt dich und dann bist du tot. Lauf. Lauf einfach. Lauf. So, der ist tot. Ich habe das schon mal probiert und dann ist er gestorben. Ich mache diesen Fehler jetzt nicht nochmal. Der wurde schon mal niedergetrampelt, ich weiß das noch. Boah, der Schaden. Und jetzt weiß ich ja, dass er Lebensraub hat, aber es funktioniert immer noch nicht so, wie ich mir das wünsche. So, jetzt schießt doch, kommt schon. Ja, genau. Schön, tschüss und auf Wiedersehen. So, damit haben wir gewonnen. Fertig. Ohne große Probleme. Ja, Morok mir bringt mir halt nichts. Ist egal, wo ich den ausbild. Seitentor. Wir sind hier fertig. Zurück an die Arbeit. Sie sind schwach. Löscht sie so aus. Und das macht doch ganz gut Schaden. Die Halle des Königs ist so, wie viel Schaden macht der Blitz? Hohoho! Wie viel Schaden macht die das Lichtentfernung? Die Schlacht hat begonnen. Na? Wir werden es nie erfahren. Boah, geht so. So einfach, weil es lustig ist. Noch ein Wort der Macht hinterher knallen. Ja, das war's. GG. Geht doch. Ganz, ganz gechillt. 34,50. Das ist nicht schlecht. So, und als nächstes kommt dann Vornost. Yes. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.